Wenn ich jeder haben will, gehe ich ins Geschäft und hole mir was. Darum geht es mir nicht. Etwas aus der Natur zu nehmen und das mit eigenem Wissen, Wissen unserer Vorfahren zu verwandeln, das ist faszinierend für mich. Und in dem Bereich kann man die Oberhaut sehen. Hier ist diese Kante. Die Fleischseite ist fertig, die Haarseite ist sauber. Das hat mich fasziniert, mit wenigen handwerklichen Mitteln und körperlicher Ausdauer etwas zu schaffen, was unglaublich strapazierfähig ist, eine Elastizität besitzt, eine lange Haltbarkeit hat, was atmungsaktiv ist, mich wärmt und mir quasi gute Dienste leistet. Das ist ein ganz wichtiger Grund für mich, warum ich das mache. Das ist mit Hirn behandelt. Das ist gefettet, das ist der Weichmacher. Jetzt ist die Haut weich. Die echte Gerbung entsteht durchs Räuchern. Gut aufpassen und hören. Man hört, wenn eine Flamme entsteht. Und dieser Transformationsprozess zu etwas Samtweichen, was man immer wieder anfassen möchte. Wunderbar. Gerbung erfolgreich. So soll es aussehen. Das ist für mich einfach ein magischer Moment. Deswegen mache ich das. Und ich habe es selber geschaffen, mit meinen eigenen Händen.